Eine Bootsfahrt ist lustig, eine Bootsfahrt ist schön, aber nicht bei Metal Slug. Auch im nunmehr sechsten Teil der rabiaten Bitmap-Schießerei ballert ihr alles über den Haufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Doch Marco, Terma und Co. haben dazugelernt. Via Slide-Move duckt ihr euch geschickt unter feindlichen Kugeln hinweg und könnt dennoch munter weiterballern. Gegen den rabiaten Kampfpanzer hilft dies allerdings wenig. Wie immer fordern euch am Ende jeder Stage überdimensionale Blechkolosse zum Tanz. Die namensgebenden Slug-Vehikel dürfen da natürlich nicht fehlen. Neben Kettenpanzer, Düsenjet und U-Boot komplettieren drei neue Gefährte die Fahrzeugriege. Diese trumpfen nicht nur mit durchschlagender Bewaffnung auf, sondern bewahren euren Pixel-Söldner auch vor einigen feindlichen Projektilen. Die urkomischen Animationen suchen wie immer ihresgleichen. Beachtet die verbrauchten Patronenhülsen. Doch auch ohne Gefährt bietet Metal Slug 5 Fließband-Action ohne Kompromisse. Vor allem im Team mit einem Ballerkumpel kracht und scheppert es an allen Ecken und Enden. Ergötzt euch an den wunderschönen Explosionen. Der fiese Klettermaxe-Boss überrascht uns mit seiner derben Schallwaffe. Wir kontern mit einer saftigen MG-Salve. Wie im dritten Teil, für viele der Höhepunkt der Serie, geht ihr auch unter Wasser auf die Pirsch. Achtet dabei auf Elektroquallen und bissige Tintenfische. Vor allem der letzte Level überrascht mit jeder Menge frischer Ideen und kreativen Slug-Gefährten. Für alle Baller-Fans mit Sinn für herrliche Bitmap-Animationen ist auch Metal Slug 5 der Titel der Wahl. Auch wenn der Spaß wie immer nur knapp 40 Minuten dauert.